Herzlich willkommen zur Weekly, unserer wöchentlichen Show rund um den Sport. Wir haben nicht nur diese Show im Programm, sondern praktisch täglich frische Ware, frische Videos für euch. Hier ist die Übersicht auf Podcast. Also das, was ihr braucht rund um den Sport, bekommt ihr hier bei der Webbasis. Und wir legen los, wie immer, mit dem Aufreger der Woche. Die deutsche Fußballnationalmannschaft reißt aktuell die Nation mit tollen Auftritten, zuletzt gegen Frankreich und jetzt unter Julian Nagelsmann das 3:1 gegen die USA, wirklich toll. Das Problem, das nächste Spiel findet zu nachtschlafender Zeit statt, gegen Mexiko, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2 Uhr. Ja, für Mexiko ist das natürlich gut, die haben Heimrecht, die sind Gastgeber bei diesem Freundschaftsspiel. Da ist die Ortszeit 18 Uhr in Philadelphia, wo gespielt wird, sind es 20 Uhr, aber wir müssen uns den Wecker stellen. Und dann hat schon Uli Hoeneß von seinem Berg am Tegernsee gedonnert. Ja, wie soll denn das gehen? Ihr wollt eine Nation jetzt wieder begeistern für die deutsche Fußballnationalmannschaft und dann so eine Anstoßzeit. Also unter diesen Umständen wäre ich nicht nach Amerika geflogen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht andere Vorschläge oder unterstützt ihr das, was Uli Hoeneß sagt? Zudem kommt noch, und darüber regen sich nicht nur die Dortmunder auf, die Nationalspieler des BVB müssen am Freitagabend gleich wieder ran gegen den SV Werder. Und das sind nicht wenige, also Hummels, Brandt und so weiter. Die sind natürlich ganz schön gestresst, werden auch mit einem Privatflieger nach Hause geflogen. Julian Nagelsmann und der erste Auftritt als Nationaltrainer. Alle waren begeistert, die Spieler, die Zuschauer und es war natürlich auch schon ein Thema, wie er aufgetreten ist in einem Outfit, was man so von einem Bundestrainer nicht kennt. Auch da hätten wir gerne eure Meinungen dazu. Gefällt euch das oder ist das eher ein bisschen zu jugendforsch? Fakt ist, und das ist das Wesentliche, die Offensive läuft 3:1, vor allen Dingen nach einem Rückstand sofort wiedergekommen. Also das hat alles Julian Nagelsmann gefallen. Er hat das ja auch in einem Tweet nochmal kundgetan. Und natürlich hat ihm auch gefallen, die Nationalhymne zu hören. Das war schon ganz großes Kino. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich ja schon qualifiziert bzw. ist als Gastgeber gesetzt. Die anderen können jetzt schon mal auf Quartiersuche gehen, also das sind nicht wenige, denn Frankreich hat sich qualifiziert, Portugal, Schottland, Spanien, Belgien und auch die Türkei, also einige Nationen können schon mal das Ticket buchen. Andere sind kurz davor, wie zum Beispiel Österreich. Es gibt ja noch tolle Qualifikationsspiele. Die meisten haben wir auch analysiert. Also schaut mal rein in das Video. Marcel hat da einige tolle Fakten rausgesucht. Außerdem hat Marcel die Offensive in seinem letzten Team der Woche der deutschen Nationalmannschaft genauso aufgestellt, wie Julian Nagelsmann es dann effektiv auch getan hat. Also er weiß offensichtlich, wovon er spricht. Und jetzt sind wir beim nächsten Team der Woche und das besteht aus Spielern, die bei der EM-Qualifikation unterwegs waren und sind. Unser Wettbasisteam der Woche besteht dieses Mal aus einer interessanten Mischung aus absoluten Superstars der Szene und relativ unbekannten Spielern. Ich lege auch gleich los mit dem griechischen Torhüter Odysseas Flachodimos. Der hat mit seinen Paraden nämlich den Sieg festgehalten von Griechenland in Irland zu 0. Linker Verteidiger, unbekannter Name, Pius Servis von Litauen. Der hat tatsächlich als Linksverteidiger 2 Tore erzielt und dafür gesorgt, dass Litauen erstmals seit 2022 wieder ein Länderspiel gewinnen konnte. Innenverteidiger Badakci Akaydin, 2 Türken, die für den 1:0-Erfolg der Türkei in Kroatien gesorgt haben. Und rechts haben wir den Bundesliga-Profi für Dänemark, Robert Skov. Im Mittelfeld auf die linke Seite schieben wir Kylian Mbappé, Doppeltorschütze für Frankreich gegen Niederlande. Auf der rechten Seite bringen wir Dodi Lukebakio, auch der hat doppelt getroffen für Belgien gegen Österreich. Im Zentrum haben wir das 21-jährige ukrainische Talent Sudakov neben dem Champions-League-Sieger Rodri. Und im Sturm, na, da fangen wir an mit Tauland Seferi, dem Doppeltorschütze beim wichtigen 3:0-Erfolg der Albaner. Und daneben Cristiano Ronaldo im 202. Länderspiel Doppelpack für Portugal gegen die Slowakei. Alle reden von Julian Nagelsmann, der wird gerade hosianisiert in Deutschland. Keiner redet mehr von Hansi Flick. Der wurde ja mit Schimpf und Schande, muss man fast sagen, aus dem Amt gejagt als Bundestrainer. Aber
in der ewigen Stadt in Rom, da reden sie von Hansi Flick und das ist jetzt ein Thema, was Marcel uns nochmal ganz genau erklärt. Wird Hansi Flick Nachfolger von José Mourinho bei der AS Rom? Das ist die Frage, die sich momentan alle stellen. Zugegebenermaßen, das Thema ist wieder etwas abgekühlt, denn José Mourinho konnte mit AS Rom vor der Länderspielpause zwei ganz eminent wichtige Siege landen. Sie haben 4:1 gewonnen bei Cagliari und sie haben 4:0 in der Europa League gewonnen gegen Servet Genf. Das heißt, José Mourinho hat fürs Erste seinen Job mal gesichert. Trotzdem sind die Verantwortlichen mit dem bisherigen Saisonverlauf alles andere als zufrieden, denn die Roma steht aktuell nur auf Position 10 in der Serie A, hat 10 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten. Und dementsprechend muss man sich schon die Frage stellen, wie lange darf José Mourinho noch seines Amtes walten? Sollte Hansi Flick tatsächlich als Nachfolger in Frage kommen, könnte er eventuell sogar einen deutschen Ex-Nationalspieler mitbringen. Denn auch Jerome Boateng soll bei AS Rom im Gespräch sein, nachdem er bei Bayern durchgefallen ist im Probetraining, könnte er tatsächlich in die ewige Stadt wechseln. Wenn ihr mich fragt, beide Personalien, sowohl Hansi Flick als auch Jerome Boateng, nur Gerüchte, nicht mehr. José Mourinho wird weiterhin Trainer der Roma bleiben. Der Fußball begleitet uns wieder ganz intensiv. Ab kommendem Wochenende geht natürlich die Bundesliga wieder in die Spur, die zweite Liga, die dritte Liga, auch die Champions League kommt wieder ins Rollen. Und hier seht ihr auf unserer Vorschau, wir haben praktisch an jedem Tag der Woche Videos, Inhalte für euch zum Thema Sport, speziell Fußball. Eine richtige Sensation gab es am vergangenen Wochenende auf Hawaii. Zwei Deutsche auf dem Treppchen, Anne Haug und Laura Philipp. Anne Haug zweite, dahinter Laura Philipp, die endlich mal auf den dritten Platz kam aufs Treppchen, denn vorher war sie doch zu oft vierte. Gewonnen hat den Wettbewerb Lucy Charles Barclay. Auch da muss man sagen, ein Traum hat sich für sie erfüllt. Sie war zu oft Zweite und hat jetzt endlich das Ding gewuppt. Übrigens, die ersten beiden wurden vom gleichen Trainer trainiert. Also Lucy Charles Barclay und Anne Haug haben ein und denselben Trainer. Kommen wir zum Rugby. Da stehen die Halbfinals bei der Weltmeisterschaft an. Neuseeland gegen Argentinien, also die All Blacks, natürlich auch wieder favorisiert. Das andere Spiel lautet England gegen Südafrika. Schaut mal auf unsere Seite, schaut mal auf wettbasis.de oder auf wettbasis.com. Da gibt es ausführliche Analysen und Tipps zu diesen Spielen. Außergewöhnlich ist aktuell die Situation in der Handball-Bundesliga. Kiel nur auf dem 7. Platz, das muss uns mal jemand erklären. Und aktuell ist Berlin an der Tabellenspitze. Also auch das ein Thema, was wir gerne mit euch behandeln. Das war's von unserer Weekly. Euch eine tolle Woche.